Herzlich willkommen zu Eltern Live. Heute haben wir das Thema, wie kommunizieren eigentlich Kinder und Babys mit uns Eltern? Genau. Ich bin Birk, ich bin Online-Redakteur bei eltern.de und mein Gast ist heute Frau Professorin Dr. Bergs-Winkels. Vielleicht sagen Sie ein paar Worte zu Ihrer Person. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Professorin hier in Hamburg an der Hochschule für angewandte Wissenschaften im Bereich Kindheitspädagogik. Ein relativ neues Bachelorstudienprogramm, was es erst so seit ungefähr 11 Jahren gibt. In Deutschland erst seit 2004 ungefähr. Meine erste Frage oder als ich in das Thema eingestiegen bin, habe ich sozusagen an die ersten Tage zurückgedacht mit Kind. Da habe ich das Gefühl gehabt, mein kleiner Sohn, als wir ihn dann aus dem Krankenhaus mitgenommen haben, hat noch nicht so viel von der Umgebung mitbekommen, wie er jetzt mitbekommt nach 2 Jahren. Aber er war schon in der Lage, uns zu zeigen, ich habe Hunger, mir gefällt etwas nicht oder ich möchte jetzt kuscheln. Wie nehmen denn Babys ihre Umgebung wahr? Und wie kommunizieren denn Babys eigentlich mit ihren Eltern? Also wenn Babys ganz klein sind, wie Sie gerade sagen, sie kommen nach Hause aus dem Krankenhaus nach dieser Zeit, dann sind die in ihrer Wahrnehmung angewiesen auf alle Sinne, die sie so haben. Und da ist es so, dass das Sehen bei ihnen nicht so gut ausgeprägt sind. Babys sehen vor allen Dingen Kontraste, Schwarz-Weiß-Kontraste lieben sie sehr. Die einzige Farbe, die sie erkennen können, ist Rot. Das kennt man aus dem Mutterleib durch die Lichteinflüsse dort. Und sie reagieren auf Gesichter. Also im Anfang muss das noch nicht sortiert sein mit Augen, Nase und Mund, aber Gesichter interessieren sie. Das heißt, Babys sind von klein auf da ausgestattet, damit mit der Umwelt zu kommunizieren. Und das brauchen sie auch für ihre Entwicklung, weil ohne Kommunikation würden sie sich auch nicht so entwickeln können. Das ist also, sie nur zu verpflegen, reicht nicht aus. Und was sie dann tun, um ihre Umwelt zu erfahren, ist einmal über Bewegung, über Fühlen, über Körpernähe, über Sehen, aber vor allen Dingen über Hören. Weil sie können sehr gut hören, schon in der 28. Schwangerschaftswoche ungefähr ist der Gehörsinn komplett ausgebildet. Und das heißt, sie erkennen auch zum Beispiel die Sprache ihrer Mutter, also sie wissen, wann ihre Mutter spricht im Vergleich zu anderen Personen. Und sie haben eine deutliche Vorliebe für die Muttersprache. Also wenn man sie mit anderen Sprachen konfrontiert, merkt man, dass sie besonders aufmerksam sind, wenn sie ihre Muttersprache hören. Und dann setzen sie sich so peu à peu ihre Umwelt zusammen. Und das ist aber im Prinzip ein lebenslanger Prozess, der nicht nur im Kleinkindalter stattfindet. Ich habe, unsere Hebamme hat uns damals im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, dass auch die Papas mit dem Bauch sprechen sollen, damit die Kinder auch, weil die Kinder dann schon die Stimme des Vaters hören. Ich fand das immer sehr, sehr befremdlich, mit dem runden Bauch meiner Frau zu sprechen, aber gut, habe ich dann gemacht. Ist es denn wirklich so, dass die Babys schon, wenn sie dann auf der Welt sind, die Stimme der Mutter, die Stimme des Vaters und vielleicht auch andere Stimmen, die häufig sozusagen in ihrer Umgebung oder Umgebung des Bauches auftreten, erkennen? Ja, das ist tatsächlich so und das kann man bei Babys auch sehen, wenn sie weinen und ein Elternteil redet mit ihnen, dann werden die in der Regel ruhiger, dann beruhigen sie sich. Und das kann man auch tatsächlich wahrnehmen, das passiert nicht, wenn andere Leute mit ihnen reden. Das heißt, sie erkennen wirklich, ist das meine Mutter, mein Vater, ohne dass sie die jetzt zuordnen können, aber das ist ihnen bekannt und darauf reagieren sie. Wenn ihr natürlich auch Fragen habt oder eigene Erfahrungen zu dem Sprechen mit den Babys, dann könnt ihr die gerne teilen. Ich glaube, wir haben auch schon die erste Frage. Genau, wir haben die erste Frage. Gibt es die Möglichkeit, Zeichensprache mit dem Baby zu erlernen? Ja, also ja, es gibt so Programme dazu sogar. Ich finde das eigentlich nicht nötig, weil Kinder bringen alles mit, um sich verständlich zu machen. Du hast vorhin gesagt, der macht halt deutlich, ob er Hunger hat oder Durst hat oder so, oder ob er unruhig ist, ob er sich wohlfühlt oder nicht.
Das heißt, Kinder bringen eigentlich alles mit, um sich verständlich zu machen. Und mir leuchtet immer nicht so ganz ein, warum man ihnen dann eine Zeichensprache beibringen soll, um sich zu verständigen. Ich glaube, man kann die Zeit besser nutzen, die Kinder anzugucken und zu lernen, was meint das Schreien, ja. Was ist das für ein Schrei, ist es ein Schmerzschrei oder ist es eher ein Schrei, der als Spontanschrei sehr viel melodiöser ist und dann eben sagt, ich möchte gerne bewegt werden oder ich habe Hunger und ähnliches. Und ich glaube, man könnte sich mehr damit auseinandersetzen, als so eine Zeichensprache beizubringen, weil eigentlich ist es mehr so ein Trainieren auf eine Form zu sprechen. Einen großen Unterschied gibt es, finde ich, wenn Kinder gehörlos sind oder die Eltern gehörlos sind. Dann ist Zeichensprache natürlich was ganz, ganz Wesentliches. Das ist dann wie unsere Sprache, die wir sprechen. Da leuchtet mir das sehr ein, dass man das tut. Da gibt es dann aber die Gebärdensprache in unterschiedlichen Kulturen und so. Und da braucht man keine künstliche Sprache zu, sondern da gibt es eine, die man anwenden kann. Das andere finde ich eigentlich überflüssig. Okay, ich hoffe, Svenjas Frage wurde damit beantwortet. Okay, das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass, oder mein Sohn vor allen Dingen drei Grundbedürfnisse oder vier Grundbedürfnisse am Anfang hatte. Das war Kuscheln natürlich, Schlafen, die Windel voll machen und natürlich trinken. Aber man musste da sehr feine Antennen für entwickeln, was es nun jetzt ist. Also man konnte natürlich diese vier Kriterien einfach mal durchprobieren, also ihn ruhig hinlegen, aber die Windel wechseln und wenn er dann immer noch geschrien hat. Wie machen sich denn Kinder bemerkbar oder zeigen ihr konkretes Anliegen sozusagen? Gibt es da so etwas wie einen Schlafschrei oder einen Hungerschrei? Also erstmal ist es so, dass Babys verschiedene Töne ausprobieren. Gurren, wenn die ganz klein sind und versuchen, Laute zu erzeugen und solche Sachen. Aber es ist tatsächlich so, dass es am Anfang für Eltern bedeutet, man muss sich kennenlernen. Man muss auch sein eigenes Kind kennenlernen und gucken, was will es denn jetzt gerade. Häufig ist es so, dass sie sich auch durch Bewegungen äußern, nicht nur über Schreien. Also man kann ganz gut sehen, wenn Kinder sehr aufgeregt werden, dann ist es häufig so, dass sie beschäftigt werden möchten, dass sie was gezeigt kriegen wollen oder dass sie rumgetragen werden wollen, weil das ist eine schöne Bewegung. Die meisten Eltern reagieren auf so ein paar Sachen erstmal automatisch. Also wir selber verändern unsere Stimme, wenn wir mit Babys reden. Und das heißt, wir sind in der Tonlage etwas höher, weil Kinder das besser hören können. Wir machen lange Pausen bei Babys und wir sprechen in kurzen Sätzen und wir neigen dazu, so über zu Gestik und Mimik so übermäßig auszuprägen, also das ganz besonders deutlich zu machen. Das andere, was wir machen, sind Kinder in den richtigen Abstand nehmen, automatisch, sodass die in dem Radius, wo sie sehen können, das Gesicht erkennen können. Und das machen die meisten Eltern ganz automatisch. Das heißt, am Anfang gibt es eigentlich gar nicht so viel, außer beobachten, gucken und ausprobieren tatsächlich. Mhm. Was mögen Kinder? Da ist schon eine nächste Frage. Eine kleine Frage noch von Sabrina. Die möchte gerne wissen, wann fangen die Kleinen an mit dem richtigen Sprechen, also mit wie vielen Jahren? Oh, das ist ein ganz langer Prozess. Also zunächst gurren die, machen Geräusche. So ungefähr ab einem halben Jahr sprechen wir davon, dass die babbeln oder lallen. Sechs Wochen bis zum halben Jahr, dann babbeln und lallen die. Und ab einem halben Jahr ungefähr geht das los, dass sie ihren Wortschatz erweitern. Zunächst über Wiederholung von Silben. Das ist dann immer der nette Moment, wo Eltern denken, es hat jetzt Mama gesagt oder Papa gesagt. Wahrscheinlich hat es nur Papa, Papa, Papa gemacht. Also bestimmte Silben wiederholt. Das machen die sehr, sehr viel. Und dann geht's erst los mit den Worten. Und das ist tatsächlich so, dass die im Anfang einzelne Worte lernen und auch einzelne Worte wiederholen. Okay. Und dann gibt's so ein bisschen eine Pause. Und erst wenn die so 50 Worte können, da sagen wir, es ist so eine 50er-Wortmarke, ja.
dann geht es plötzlich ganz, ganz schnell. Also dann lernen die ohne Ende in einer irrsinnigen Geschwindigkeit, überhören auch von allen möglichen Leuten ganz, ganz viele Worte. Und dann geht es los mit den Zwei-Wortsätzen. Dann geht es los, dass sie ich als Form benutzen, verstehen, dass ich als Person existiere. Sie verstehen vorher schon sehr gut, was wir meinen. Also wenn man Kinder bittet, wo ist denn der Ball, dann zeigen sie dahin oder gehen dahin. Und dann erst ab dem 4. Lebensjahr ungefähr, das ist bei jedem Kind ein bisschen anders, fangen sie an mit der Grammatik. Und das ist ein Moment, wo die meisten Eltern auch nervös werden, weil Kinder bis dahin intuitiv sprechen und intuitiv richtig nachsprechen. Und wenn sie die Grammatik kapiert haben, also erst die grammatikalische Regeln, dann machen sie in unserer Wahrnehmung Fehler, weil sie dann zum Beispiel Vergangenheitsformen ganz konsequent anwenden und Ausnahmen eben, die sie bisher immer richtig gemacht haben, nicht mehr machen. Und das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen, weil das heißt, sie haben eine Regel verstanden und wenden diese Regel dann an. Und das dauert dann ein bisschen, bis sie dann auch wieder kapieren, es gibt Ausnahmen. Und das ist dann eben bis zur Schulzeit rein und parallel dazu interessieren sie sich auch für Schriftsprache und für Lesen und solche Sachen. Okay. Ich erinnere mich daran, dass mein Sohn irgendwann so, ich kann das nicht genau sagen, so mit dem 3., 4. Monat irgendwann mal auf meinem Schoß lag und ich immer ihm nachgesprochen oder immer seine Geräusche nachgemacht habe und er sich da wahnsinnig drüber gefreut hat und ich habe das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen den Dialog versteht, also dass ich etwas sage und dann, dass eine Antwort kommt. Ist das so, dass die Kinder relativ schnell dann auch verstehen, wie Sprache jetzt funktioniert oder Interaktion funktioniert? Mhm. Ja, also für die ist das ganz wichtig, in diesem Austausch zu kommen. Mhm. Und ich sagte ja vorhin, die bringen alles mit, um soziale Wesen zu sein. Und so sind sie zum einen ziemlich clever. Sie sehen in der Regel ja sehr hübsch aus. Das ist auch Babyschema. Und das hat den einfachen Grund, dann versorgt man sie und dann kümmert man sich um sie. Das ist von der Natur ganz schön so eingerichtet. Und wenn man junge Eltern beobachtet, ist es tatsächlich so, dass sie mit Kindern ganz eng kommunizieren. Und das funktioniert tatsächlich beiderseitig über Wiederholung und Nachahmung. Es gibt so ganz wunderschöne Experimente und Filme dazu, wenn Eltern die Zunge rausstrecken, dass auch Babys die Zunge rausstrecken als Reaktion darauf. Also jetzt nicht nur über Gurren, sondern auch über Mimik und Gestik und solche Sachen. Und Kinder erlernen im Prinzip die Sprache über genau diese Form der Kommunikation, nachahmen und in Austausch, in so einen Dialog treten. Wenn man Kinder nur von Fernseher setzen würde oder nur von Radio, dann lernen sie einzelne Worte, sie lernen aber nicht die Sprache. Und das tun sie nur tatsächlich in diesem Austausch. Also so dieser emotionale Moment ist tatsächlich einer, der dazugehört. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich in meiner Elternzeit auch manchmal gelangweilt, weil so ein Kind natürlich noch nicht so richtig schläft viel, liegt erstmal nur auf dem Rücken. Das ist jetzt natürlich, mit einem Zweijährigen ist das natürlich was viel mehr Action. Und ich habe dann angefangen, ihm einfach vorzulesen, einfach auch, um die Zeit ein bisschen rumzukriegen. Aber hatte auch das Gefühl, dass ist gut. Mhm. Und habe ihm einfach alle möglichen Kinderbücher vorgelesen oder bin mit ihm durchs Wohnzimmer gelaufen und habe ihm so ein bisschen vorgesungen. Bringt das was, wenn ich meinem Kind vorlese ganz früh oder ist das eigentlich, würde auch ein ganz normales mit dem Kind reden? Also das ist beides okay. Also im Grunde genommen muss man sagen, Hauptsache man kommuniziert zusammen. Das ist das Entscheidende. Aber Vorlesen hat noch einen anderen Effekt, was Kinder dabei lernen. Und insofern ist Vorlesen ganz schön. Eigentlich hat das so mehrere Aspekte. Zum einen ist Vorlesen häufig verbunden mit Körperkontakt. Das heißt, man sitzt und hat das Kind auf dem Schoß und liest etwas vor. Dann ist es häufig damit verbunden, dass man gemeinsam in eine Aufmerksamkeit geht, also einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus hat, das Kinderbuch und sich die Bilder anguckt. Und dann lernt man über Vorlesen tatsächlich auch Kulturtechniken. Also was sind Bücher? Wie behandeln wir Bücher? Ganz kleine Babys
blättern nicht von vorne nach hinten, sondern die blättern einfach irgendwo auf, gucken, klappen wieder zu und machen es irgendwo an einer anderen Stelle auf. Und indem man vorliest, macht man aber für seine Kultur deutlich, wie in der Kultur gelesen wird. Und wir lesen eben von der ersten bis zur letzten Seite. Man macht deutlich, dass die Sprache irgendwie in Bezug steht zu dem Bild, was man darin sieht. Und das sind alles Techniken, die man so ganz nebenher dabei noch lernt, wenn man vorliest. Insofern ist das ein ganz schöner Moment. Und bei Singen ist es häufig so, dass die Melodien ja ganz eingängig sind von Kinderliedern. Ne? Also ist ja manchmal auch anstrengend. Ja. Aber das übt natürlich in Wiederholungen, das übt darin, in Wortspiele zu gehen, mit Silben zu basteln und Ähnliches. Und wenn man gemeinsam Bilderbücher guckt ohne Text, dann ist es eine Form zu kommunizieren und da kann man sehr schön sehen, was nimmt man denn wahr? Was nehme ich wahr in einem Bild? Was nimmt ein Kind wahr? Und darüber in Austausch zu kommen, ist einfach sehr, sehr hilfreich für die Sprachentwicklung. Mhm. Brauchen denn die Kinder immer uneingeschränkte Aufmerksamkeit? Ich glaube, das ist etwas, was, wo auch sich viele Mütter wiederfinden. Und zwar während des Stillens mal Fernsehen schauen oder aufs Smartphone schauen. Da gibt es ja die einen, die sagen, geht gar nicht alle Aufmerksamkeit dem Kind. Stillen ist ja ein intimer Moment. Andere sehen das dann ein bisschen entspannter. Spätestens beim zweiten oder dritten Kind ist das dann, genau, auch einfach ein Moment für sich sozusagen. Darf man das oder würden Sie da sagen? Also ich fände es sogar wichtig, also weil Kommunikation und sich mit der Welt auseinanderzusetzen heißt, auf alle Bedürfnisse zu achten, auch auf die der Eltern. Und natürlich kann ich nebenher was anderes machen. Kinder schlafen manchmal beim Stillen und diese Idee, sein Kind immer nur verzaubert anzugucken in der Stillsituation, finde ich ein komisches Mutterbild, ehrlich gesagt. Da habe ich große Schwierigkeiten mit. Und außerdem denke ich, dass Stillen etwas ist, was bedürfnisorientiert passieren sollte. Und das bedeutet, es muss einfach auch überall möglich sein. Und nicht überall, wo ich bin, kann ich nur versunken auf mein Kind schauen. Also ich finde schon, dass man auch andere Sachen dabei machen kann und auch seinen eigenen Bedürfnissen da folgen kann. Man muss halt aufmerksam sein, ne? So, also mitkriegen, was es für Zeichen gibt, aber beim Stillen kriegt man das eigentlich ganz gut mit. Das spürt man schon, ob die trinken oder nicht. Ich glaube, das beruhigt jetzt viele Mütter da draußen. Was mich besonders fasziniert eigentlich an dem Thema ist, wie kriegen diese kleinen Wesen, die am Anfang ja wirklich uns schutzlos anvertraut sind, wie bekommen die eigentlich heraus, wie Sprache funktioniert, wie Kommunikation funktioniert, aber auch wie sozusagen, woran merken sie zum Beispiel, dass wir traurig sind oder dass wir fröhlich sind? Und ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Sohn da relativ schnell irgendwie auch so kleine Antennen entwickelt hat, wenn ich zum Beispiel nicht ganz bei der Sache war oder ich noch gegrübelt habe. Er hat relativ schnell mitgekriegt, jetzt muss ich noch mal ein bisschen auf mich aufmerksam machen oder so. Wie verstehen Kinder ihre Umwelt? Also das ist Emotionen dekodieren. Das ist ein ziemlich langer Prozess, der eigentlich bis ins Erwachsenenalter auch reinreicht, im Jugendalter noch mal ganz besonders deutlich wird. Wenn Kinder ganz klein sind, haben sie tatsächlich ein sehr großes Empathievermögen in der Regel und kriegen mit, ob wir schlecht gelaunt sind, ob wir unruhig sind, ob wir ungeduldig sind und Ähnliches. Und darauf reagieren sie auch entsprechend. Sie kriegen das tatsächlich über alle Sinne mit, über Hören, über Sehen, aber eben auch über Bewegung ganz viel. Und sie schaffen es, und das ist eigentlich ganz schön, uns dazu zu kriegen, auf sie entsprechend zu reagieren, sie zu versorgen und uns um die Kinder zu kümmern. Es gibt immer Ausnahmen, dass Eltern das aus irgendwelchen Gründen auch nicht können. Dann muss man es unterstützen. Aber eigentlich muss man da relativ wenig machen, weil das Verständnis von Sprache entwickelt sich im Kleinkindalter ganz intuitiv.
anders als später, wenn wir als Jugendliche oder Erwachsene eine andere Sprache lernen wollen. Dann ist es ein schwieriger Prozess. Kleine Kinder machen das intuitiv und es ist von der Anlage her so, dass im Grunde genommen auch alle Sprachen möglich sind, von der biologischen Grundausstattung von Kindern. Allerdings differenziert sich das aus. Das heißt, die Sprache, die dann die Muttersprache ist, wird irgendwann so dominant, dass bestimmte Laute auch nicht mehr geformt werden können, weil sich der Körper auch entsprechend einrichtet und dann fällt es einem sehr viel schwerer. Aber erstmal ist es wirklich ein intuitiver Prozess. Das macht es im Grunde genommen auch, also in keinem Alter lernt man so schnell Sprachen wie als Kind. Sehr gut. Wir haben noch eine Frage reinbekommen. Genau. Auf Instagram möchte Frau Don gerne wissen, wie sollte man denn reagieren, wenn ein Kind hinfällt oder sich vermeintlich wehtut? Da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen. So würde ich gerne wissen, wie Sie das sehen. Feinfühlig. Ja. Also, das ist, wir haben ja über die Bindungstheorie eine Menge Begrifflichkeiten, was Kinder brauchen, sowas wie sichere Bindungen und so. Das Entscheidende ist, dass wir feinfühlig auf die Kinder reagieren. Das heißt, wir sehen, da hat sich jemand wehgetan. Ob das im Individualfall heißt, dass ich sage, oh, du bist gefallen, hast du dir wehgetan, oder hingehe und tröste, das muss ich gucken, wie es dem Kind geht und entsprechend damit umgehen. Aber es gibt nicht einen richtigen, einen falschen Weg. Entscheidend ist, dass ich aufmerksam bin und entsprechend reagiere. Und bei den meisten Kindern reicht es zu reagieren. Und es ist, man kann das bei Babys zum Beispiel sehen, während die am Anfang hochgenommen werden müssen, wenn die ein bisschen älter werden, dann reicht es auch zu sagen, ich bin gleich da, ich komme gleich. Und dann werden sie schon ruhiger. Und also insofern gibt es da unterschiedliche Abstufungen. Aber auf jeden Fall reagieren. Auf keinen Fall ignorieren. Okay. Ja, dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe meinem Sohn, oder wir haben unserem Sohn beigebracht, dass das Aua jetzt nach oben fliegt. Und jetzt haben wir sehr viele Auas, weil es immer so schön ist, dass die Auas nach oben fliegen. Ja, und das ist aber psychologisch ein ganz toller Moment, weil alleine durch dieses Sagen, also auch Puste drauf, dann tut es nicht mehr so weh. Ja. Der Schmerz ist ja trotzdem da, aber über das Pusten macht man deutlich, ich habe das wahrgenommen, ich sehe, was mit dir ist und es tut mir leid. Und wir suchen aber einen Weg, damit umzugehen. Und das macht dann subjektiv tatsächlich den Schmerz leichter. Mhm. Da sind wir ja schon sozusagen bei der Elternrolle. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie können wir Eltern unsere Kinder dabei unterstützen, Sprache zu lernen, Sprache zu verstehen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es ja sowieso sozusagen ein automatisches Programm mit den Kindern abläuft und wir alle sprechen ja auch mit unseren Kindern. Kann man noch mehr machen in Sachen Sprachförderung oder müssen wir noch mehr machen oder kann man sich da auch da eigentlich ein bisschen entspannen? Also man muss eigentlich nicht mehr machen, also ganz normal mit Kindern zu kommunizieren reicht. Was natürlich hilfreich ist, weil es auch einfach Spaß macht allen, ist Vorlesen, Singen, sich mit Sprache zu beschäftigen, Sprachanlässe zu bieten. Ist manchmal auch so eine Typfrage, bin ich selber jemand, der ganz viel redet oder eher so ein stiller Mensch? So werde ich auch entsprechend mit den Kindern umgehen und das muss ich individuell für mich rausfinden. Und wenn es um Förderung geht, würde ich einfach sagen, so viel Sprachanlässe wie möglich und so viel Sprachanreize wie möglich. Was ich nämlich später, nicht in dem ganz kleinen Alter, in dem jungen Alter, aber die Sprachkompetenz von Kindern, die ist dann später tatsächlich abhängig davon, in welchem Sprachumfeld bewege ich mich, wie reich ist die Sprache, mit der ich mich umgebe, wie differenziert ist sie. Daran macht sich das Sprachvermögen fest. Nicht, ob Kinder früh sprechen lernen oder spät sprechen lernen, sondern tatsächlich, welche Qualität umgibt mich in der Sprache. Und insofern ist es schon hilfreich, vorzulesen und Ähnliches, weil ich da, also auch über Gedichte bei kleinen Kindern, deutlich mache, dass es auch andere Ausdrucksformen gibt oder über Musik. Gibt es da irgendetwas, was sozusagen der Königsweg ist oder kann ich das selbst entscheiden, ob ich eher singe oder eher vorlese oder einfach nur rede?
Also ich glaube nicht, dass es einen Königsweg gibt. Wie gesagt, beim Lesen hat es den Effekt, dass ich Kulturtechniken nebenher noch lerne. Wieso, was ist ein Buch und wie dekodiere ich Text und Buch und solche Sachen. Aber Kommunikation. Okay. Wir haben auch eine neue Frage. Genau. Und zwar, Katrin möchte gerne wissen und erzählt uns zum Hintergrund, seit August geht unsere Große, 3 Jahre ist sie alt, in den Kindergarten. Normalerweise spricht sie sehr gut und verständlich. Jetzt fängt sie allerdings gelegentlich an zu lispeln. Und sie möchte gerne wissen, ob es am Anfang normal ist, weil sie andere Kinder einfach nachahmt oder ob sie sich Sorgen machen sollte. Und vor allem, wie sollen wir reagieren, wenn sie, also ob sie verbessern oder es einfach ignorieren sollen. Also Sorgen braucht sie sich erstmal keine machen. Es ist so, dass bei der Sprachentwicklung fast alle Sprachfehler ganz normal in der Sprachentwicklung auftauchen. Das heißt, Kinder drehen Buchstaben, Kinder lispeln, Kinder stoßen mit der Zunge an. Das hat manchmal auch was mit den Zähnen zu tun, wie der Zahnwachstum ist und so. Aber fast alle Kinder haben Stottern, Verdrehen, was man... Wenn sie über 6 oder über 7 sind und das taucht auf, dann muss man da mal genauer hingucken. Deshalb gibt es ja dann auch Logopäden. Aber in dem frühen Alter ist das erstmal völlig normal. Es gibt auch Rückschritte und Fortschritte. Also zum Beispiel, wenn Geschwisterkinder kommen, dann wird das Kind auch nochmal zum Baby und benutzt plötzlich wieder Babysprache und so, weil es ein anderes Thema hat oder Anpassungen an andere Kinder. Also sowas machen Kinder schon, das muss man sich angucken, aber in der Regel ist das kein Problem. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist es verbessern im Sinne von, so heißt das nicht, sag doch mal so und so. Sondern wenn, dann soll man sozusagen ein konstruktives Feedback, nennen wir das, ein Feedback geben, in dem man sagt, ach, du möchtest das und das machen und es dann richtig wiederholt. Aber nicht das Kind auffordern, es anders zu sagen. Das irritiert nur und hat dann eher psychologisch den Effekt, dass Kinder das Gefühl haben, sie machen alles falsch. Ah, okay, gut zu wissen. Also deshalb verbessern nicht. Okay, wie ist das ist eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Danke für die tolle Frage. Und zwar die Frage nach der Babysprache oder darf ich die Worte, die falsch ausgesprochenen Worte meines Sohnes wiederholen? Und zum Beispiel sagt der zur Karotte Otte oder Nane zur Banane. Und ich finde das einfach, das klingt einfach so toll. Und ich sage dann halt auch, möchtest du eine Otte oder wollen wir morgens Banane essen? Darf ich das? Ist das in Ordnung? Oder sollte ich doch die korrekte Aussprache benutzen, wenn ich mit ihm rede dazu? Ich glaube, das ist eine sehr kulturabhängige Frage. Ich würde immer sagen, ja, machen Sie das. Also erstens ist es so, dass man sich auf das Sprachniveau seiner Kinder einstellt. Also ich habe selten Eltern gesehen, die mit einem pubertierenden Kind noch Babysprache reden. Also wenn die Kinder über diese Babysprache hinweg sind, hört man in der Regel als Elternteil auch auf, in dieser Babysprache zu sprechen. Wie bei allem ist es so, dass diese Babysprache ja sozusagen Muster der Kinder aufgreift, übt, in Äußerungen übt, im Spiel übt, also Quatschworte zu erfinden oder sowas. Das macht nicht nur sehr viel Spaß, sondern da übt man auch ganz viel über Sprachstruktur und Ähnliches. Insofern würde ich immer sagen, kann man das machen? Es ist ein bisschen eine Typfrage, also in den 80er Jahren war das völlig verpönt. Da hatte man so das Gefühl, man nimmt seine Kinder ernst und dann redet man auch anständig mit denen. Aber man selber ist auch ja nur bedingt ein Vorbild, was Sprache angeht. Wenn man sich mal genau zuhört selber, dann stellt man fest, wir reden in Halbsätzen, wir vergessen Worte, wir verschlucken Silben und Ähnliches. Und das ist aber eine normale Kommunikation. Und insofern ist man sowieso nicht perfekt in seinem Sprachvorbild. Und deshalb kann man ruhig mit Kindern spielen. Und das, was Sie gerade sagten mit Nane oder so, das sind später auch schöne Geschichten über, wie Kinder sich die Welt erobern, die man dann eben ja nochmal nacherleben kann, erzählen kann und Ähnliches. Und das ist für alle irgendwie nett. Wobei ich jetzt eigentlich darauf hoffe, dass er Otte so lange sagt, bis er sein Abitur macht oder auszieht, weil das ist einfach eine sehr schöne Beschreibung für Karotte. Wahrscheinlich müssen Sie es ihm irgendwann sagen, ja, dass Sie lieber die Babyform hätten. Ich befürchte das auch.
Das wäre auch eigentlich eine Frage. Wie schaffen es Kinder eigentlich, also es gibt ja die Phase, wo sie viele Worte einfach nachsprechen, ohne sozusagen so den Sinn verstanden zu haben oder es genau zuzuordnen in einem Objekt. Oder also wenn ich jetzt mit ihm spazieren gehe und ich sage ihm, da hinten ist Licht an, und jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass wenn ich das ein paar Mal sage, dann versteht er das, und wenn wir das nächste Mal an einem Haus mit Licht vorbeigehen, zeigt er drauf und sagt Licht. Wie wird denn aus diesem, ich sage etwas, spreche etwas nach, was Papa gesagt hat, und ich verstehe, was Papa gesagt hat. Wie funktioniert das? Also das ist, erstens verstehen die meistens vorher, bevor sie es selber richtig sagen können. Also das Verständnis ist deutlich früher da, auch bei kleinen Kindern. Wenn man sagt, hol doch mal bitte das, dann gehen sie und holen das. Also sie wissen, was gemeint ist. Also das selber es auszudrücken, kommt etwas später. Und im Grunde genommen ist es so, dass auch das ein intuitiver Prozess ist, mit dem Kinder ganz unterschiedlich umgehen. Also die haben ganz unterschiedliche Strategien, sich ihre Umwelt zu erfahrbar zu machen. Manche Kinder übergeneralisieren. Also dann ist alles, was sich bewegt, ist Wauwau oder Auto oder so. Andere überdiskriminieren. Die sagen dann, nur grüne Autos sind Autos und was anderes kommt da nicht zu. Also die haben sehr, sehr unterschiedliche Strategien, mit ihrer Umwelt umzugehen. Und insofern gibt es nicht auch da nicht den einen richtigen Weg. Wir haben das auch, was das Sprechen angeht. Es gibt Kinder, die sehr früh sprechen, und Kinder, die bis zum dritten Lebensjahr gar nicht sprechen. Und dann nach dem dritten Lebensjahr aber plötzlich ohne irgendeine Zwischenstufe. Also die haben dann keine Zwei-Wort-Drei-Sätze und so, sondern sprechen direkt grammatikalisch richtig. Beides ist möglich, beides hat keinen Effekt auf die spätere Sprachkompetenz von Kindern. Was ich wieder sehr beruhigend finde. So. Also kann man auch, wenn jetzt zum Beispiel bei der U-Untersuchung rauskommt, mein Kind hat diese 50 Wortschatz noch nicht, muss man sich da auch keine großen Sorgen machen. Sobald er die 50 hat, geht es mit dem Wortspurt los. Okay. Ab wann muss man sich denn Sorgen machen? Also wann sollte man denn zur Sprachförderung oder zum Logopäden gehen oder so? Gibt es da so Punkte, wo Sie sagen würden, jetzt ist die elterliche Entspanntheit sozusagen am Ende, jetzt müsste man wirklich was tun? Bisschen eine Altersfrage. Also ich würde sagen, mit Schulbeginn, mit 6 Jahren, da, wenn bestimmte Sachen wie Lispeln oder Anstoßen noch nicht wieder weg sind, dann sollte man schon mal gucken, dass man einen Termin beim Logopäden kriegt. Dann sollte man aber auch tatsächlich eine Fachfrau, einen Fachmann aufsuchen, der da genau hinguckt. Und das kann ja manchmal auch einfach eine Kieferstellung sein, die ein Problem ist. Das kann ein psychisches Problem sein, dass man sehr nervös ist und deshalb stolpert und solche Sachen. Das sehen wir ja bei Erwachsenen auch. Mhm. Und ich würde sagen, aber vor dem 6. Lebensjahr einfach ein bisschen entspannt und vertrauen in sein Kind. Das ist auch eine schöne Botschaft. Ganz gut. Das ist eine schöne Botschaft. Man macht sich da ja auch ein bisschen drüber lustig inzwischen, über den Frühchinesischkurs oder Englisch schon in der Kita. Auch in unserer Kita gibt es jetzt so einen kleinen Flyer, wo jemand Vorschulenglisch anbietet. Wenn ich nicht bilingual bin, also nicht das von Natur aus mitbringe, macht das denn Sinn, sozusagen mit anderen Sprachen schon in der Kita anzufangen? Das ist eine Frage, wie konsequent das gemacht wird. Also wenn wir in Kitas haben, wo es dann zum Beispiel eine Erzieherin gibt, die muttersprachlich Englisch ist und mit den Kindern immer Englisch kommuniziert, dann ist es durchaus okay. Denn dann lernen Kinder eben sehr früh auch intuitiv diese andere Sprache. Kinder machen das meistens an den Personen fest, also so eine gewisse Konstanz. Üben im Sinne von, ich sag dir jetzt mal einen Satz und du sagst den nach in einer anderen Sprache, hat relativ wenig Effekt. Wenn das allerdings ein wirklicher Teil des Lebens ist, dann ist das völlig in Ordnung. Wir haben es bei internationalen Schulen, internationalen Kindergärten, bilingualen Kindergärten so immersiv, dass es eben ein paar Erzieherinnen gibt, die eine Sprache sprechen und ein paar, die eine andere Sprache sprechen. Und wenn das so konsequent gemacht wird, ist es durchaus okay. Und dann lernen Kinder das eben auch intuitiv. Mhm.
Welche Vorteile haben denn Kinder, die dann tatsächlich bilingual aufwachsen? Also wenn Papa oder Mama tatsächlich ihre Muttersprache auch mit dem Kind dann in ihrer Muttersprache sprechen? Eigentlich eine Menge. Also tatsächlich eine Menge. Es hat keine Nachteile. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, weil viele Eltern Angst haben. Also wenn ich in meiner Sprache spreche, lernt das Kind dann nicht genug Deutsch in seiner Umgebung oder so. Das ist nicht der Fall. Man braucht ein bisschen mehr Geduld, weil die Kinder zwei Sprachen gleichzeitig lernen. Beides intuitiv, und bei beiden Sprachen gibt es mal eine größere Affinität und mal eine weniger große Affinität. Das heißt, es kann sein, dass die Kinder eine dominante Sprache haben, die sie für sich wählen, dann verstehen sie die andere, aber sprechen die nicht unbedingt. Und später hat es den unglaublichen Vorteil, dass sie eben einfach mehrere Sprachen intuitiv gelernt haben und nicht mit Mühe lernen müssen. Und sie sind bei manchen Testverfahren besser darin, unnötige Informationen auszusortieren. Also sie sind strukturierter, was ihre Sprachmodelle angeht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, mal abgesehen davon, dass ich über unterschiedliche Sprachen auch Einblicke in unterschiedliche Kulturen bekommen kann. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Vorteil von Kindern, wenn die mit Kulturen konfrontiert sind. Für Eltern bedeutet es manchmal, dass es Phasen geben wird, wo Kinder beide Sprachen benutzen, und das ist meistens emotional verbunden. Also wir hatten mal ein schönes Beispiel von einem Kind mit einer griechischen Mutter. Wenn der von Mittelmeer sprach in Griechenland, dann benutzt er immer das griechische Wort und alles andere war See oder das deutsche Wort für Wasser. Aber beim Mittelmeer war es immer das griechische Wort, weil dazu gibt es eine emotionale Verbindung. Und Kinder mischen diese Sprachen auch hin und wieder. Wir haben noch eine Frage. Genau. Es ist keine direkte Frage, aber uns ist ja auch immer wichtig, mit unseren Usern in Austausch zu gehen. Und Marie schreibt, wenn das Kind 2 Jahre ist und noch keine 50 Wörter produktiv hat, sollte man beim Kinderarzt vorsprechen? Und sie meint, mit 3 Jahren sprechen Kinder eigentlich zielkonform. Wir hatten das Thema ja gerade noch, vielleicht können wir noch ein bisschen was zu sagen. Also ich finde nicht, dass man dann zum Arzt gehen muss, weil wie gesagt, die Kinder, es gibt Kinder, die auch erst mit 3 anfangen zu sprechen, weil es kann ja alle möglichen Gründe haben. Und insofern, glaube ich, geht es eher darum zu gucken, versteht mein Kind Sprache? Also versteht es alles, was ich sagen will? Und dann muss man halt ein bisschen abwarten. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber wenn man das Gefühl hat, es versteht alles, es kann sich selber ausdrücken, also es kann deutlich machen, ich möchte was trinken, ich möchte das haben und nicht das haben, dann ist alles okay, würde ich sagen. Und da braucht man nicht schon völlig nervös beim Kinderarzt auflaufen. Genau, wir kommen auch wir biegen auf die Zielgerade ein. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die gerne noch. Ich habe auf jeden Fall noch eine, und zwar habe ich das Gefühl, dass seit mein Sohn in der Kita ist, dass es mit der Sprache nochmal so einen kleinen Sprung gemacht hat. Alleine dadurch, dass natürlich da auch Kinder sind, die schon ein bisschen älter sind, die schon auch mehr sprechen, und alleine diesen Austausch mit anderen Kindern, das habe ich das Gefühl, dass es mit der Sprache viel macht. Alleine, dass er jetzt sagen kann, nein, wenn er etwas nicht will. Das hat er, also das hat er jetzt nicht so explizit bei uns gelernt, sondern auch, glaube ich, viel in der Kita. Würden Sie sagen, dass Kita, Kindergarten nochmal Sprache voranbringt? Ja, unbedingt. Also da gibt es tatsächlich dann auch so für internationale empirische Studien zu, wo man feststellt, dass allein die Zeit, die Kinder in Kindertagesstätten verbracht haben, einen Effekt auf die Sprachleistung in der Schule hat. Also ist tatsächlich so, dadurch, dass die sich ja auch auf unterschiedliche Sprachniveaus, unterschiedliche Leute in der Kommunikation einstellen müssen, nicht nur auf die eigenen Eltern, die manchmal sowieso schon wissen, was sie wollen, so sind sie gezwungen, sich viel mehr auseinanderzusetzen. Und das hat tatsächlich einen Effekt auf ihre Sprachfähigkeit später. Das kann man in der Grundschule nachweisen. Es ist vor allen Dingen wichtig für Kinder mit Migrationshintergrund, weil die dadurch einen riesen Vorsprung kriegen, wenn sie dann zur Schule kommen, weil sie mit der anderen Sprache eben deutlich konfrontiert waren.
Und da gibt es tatsächlich jede Menge Untersuchungen, wo man das auch nachgucken kann. Muss ich dabei darauf achten, dass meine Kita besondere Sprachförderung anbietet? Oder auch da reicht es, wenn die Erzieher mit meinem Kind sprechen, wenn sie ihm vorlesen? Ja, ich würde sagen, ja, die meisten Kitas bieten aber Sprachförderung ja irgendwann an. Spätestens im letzten Jahr, bevor es in die Schule geht, ist es schon so, dass es in den meisten Kitas auch ganz explizite Angebote gibt, um auf die Schule vorzubereiten. Aber eigentlich reicht es, sich mit Kindern zu unterhalten und ihnen mit Büchern, mit Text, mit gehörter Sprache und Ähnlichem zu konfrontieren. Okay. Gut, wenn keine Fragen mehr sind. Keine Fragen mehr. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Und ja. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen zum Thema Sprache. Genau. Und dann tschüss und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Tschüss.